Aber jetzt hier voller Fokus, 15.15 Uhr. Es geht los. Derby Time. Hamburger Polo Club gegen den HTRC. Gespielt mit Südafrika. Guter Ball da von Andrew McConnell. Billy. Ja. Und da gibt's die erste Ecke. Wobei gestern gab es auch mal einen von McConnell tatsächlich. Ja, da war Michi wahrscheinlich nicht drauf. Schuss von Michi war es nicht, aber es war auf jeden Fall geplant. Sein kann, aber grundsätzlich wird ja immer gesagt. Guter Ball da von Maxi Schlüter, der ist sehr stark gespielt. Gut, und jetzt kommt Michi Körber da am Ball. Völlig frei vorm Tor. Ben Hasper mit dem 1-0. Völlig frei vorm Tor. Stark gespielt, muss man sagen. Stark gespielt, aber auch ganz, ganz schwach verteidigt von den Jungs in Rot. Wenn ich mir das so anschaue, im Replay sehen wir es gleich nochmal, wie blank da Ben Hasbach steht. Ja, so frei kannst du da nicht stehen lassen. Ich glaube, das ist die, da stimmt die Zuordnung nicht. Nummer 3, Olli Binder. Der kann auch einen Kaffee trinken gehen. Guck dir das mal an. Da ist kein Mensch. Sogar noch weg. Da ist kein Mensch. Ja, macht er überragend. Macht er gut, der Junge. Wenn man bedenkt, dass er gerade mal 18 ist. Für Ben Hasbach pfeifen. Da sieht die Trainerbank, das hat der HTRC genauso. Und lässt das die Schiedsrichter auch gerne wissen. Boah, der rutscht durch und. Oh! 1:1. Du machst Konsti Steib, ist es aus meiner Sicht. Ich aber falsch liegen. Wir sehen es jetzt nochmal im Replay. Ah, doch, Konsti Steib war's. Das macht er natürlich im Fallen. Bisschen ähnlich, wenn man es ein bisschen vergleicht mit dem Tor von Ben Hasbach, ne? Richtig, ich wollte es perfekt. Für den neutralen Zuschauer natürlich eine perfekte Ausgangslage. Ja. Oh! Das ist wunderschön! Das ist wunderschön, Race. Das ist ein Philipp Lissanci. Philipp ist das. Ja, das ist so stark. Kam Überkopf. Wir reden schon über. Nur das 1-1 zur Viertelpause, aber nicht mit dem HTRC. Wahnsinn! Wir sehen es nochmal im Replay. Nix Buna vorm Kreis. Das Reuter wird da abgeblockt vom Polo und dann aus der Luft von Philipp. Und das zeigt. Wie Bagasi rüber. Das zeichnet einen guten Stürmer aus. Aus jeder Lage, würde ich sagen. Stark gemacht. Natürlich auch ein bisschen glücklich, dass der Ball da hoch abgefälscht wird. Aber Glück gehört am Ende immer ein bisschen dazu. Kann man von niemandem verlangen, dass es immer zu 100% richtig ist, die Entscheidung. Ball im Kreis. Oh. Oh, das ist viel zu frei, das ist viel zu leichtsinnig, dass da nicht an den Ball gegangen wird. Ich weiß nicht, was sich der Spieler vom HTRC da denkt, nicht an den Ball zu gehen. Und da wird einer nochmal reingerutscht und der Schläger reingehalten. Wer war das? Jamie Golden. Jamie Golden, meiner Meinung nach, müsste es gewesen sein, Nummer 10. Da kommt der Ball. Und keiner kümmert sich drum. Kilian Pöding geht gar nicht zum Ball hin. Am liebsten natürlich das Tor in der Ecke. Ken Russell ist auf dem Platz. Natürlich auch nicht schlecht aus Polos Sicht. Auf jeden Fall irgendwas Zählbares. Ist nochmal am Fuß von Hasun. Und das war's. Anton. Ja, souverän. Stark gemacht. Schöne Körpertäuschung. Ist, glaube ich, das, was wir bei vielen Schützen heute sehen werden. Wurf. Bei Polo jetzt Tizi Müller gegen Anton Brinkmann. Ja, gerade angesprochen. Ähnlich. Jetzt der nächste. Philipp auch mit dem Rücken. Oh, Gazi. Wir haben es angesprochen, 50-50. Ja. Philipp nochmal. Mal gucken, was er diesmal macht. Ja. Sehr solide. Der ist besser. Der sitzt. Oder jetzt. Boss ist auf am. Ja, nee, Jamie Golden ist das. Oh, Brinkmann hält. Ganz stark von Anton Brinkmann. Auf gegen Niklas Bosshoff. Oh, Spuni ist auch in der runden Seite. 7 Meter. Das ist Körper gegen Gast. Körper macht es souverän. Stark geschossen. So, Hugo Inglis. Boah, kommt zum Fall. Ja, 7 Meter. Das,
Freunde, Hockeygott Carlo Frahm, hört auf mich. Anton Brinkmann hält. Billy wird ihn umlaufen, und zwar dreimal wahrscheinlich, mit seinem Tempo. Nein, auch er macht es klassisch, Arsch raus. Oh, ist der bitter. Alles klar machen. Ja? Ja. Der entscheidet sich Meter, Freunde. Ja. Und der sitzt. Perfekt. Das war's, hat jetzt ja, den Gewinn im Penalty-Shootout. Ein 3-Punkte-Wochenende in Schwarz-Gelb.